Okay, einmal schon mal in die Kamera. Wir haben hier 5-mal Banana Crunch, hört sich schon mal super an. Dann haben wir 20 VW, also das ist quasi von der Anzahl her ist es wieder gleich. 10, 20, 30, beziehungsweise 5 jede Seite, 20, 30. VW zeige ich euch gleich. Und 30, jetzt kommen die Air Squats, also die Jump Squats Dinger da. Ja? Gut, dann darf ich euch jetzt, habe ich die Ehre, euch die Übungen zu zeigen. Ja. Achtung. Der Banana Crunch. Banana Crunch. Ihr kennt das schon? Hollow Hold nennt man das hier auch in anderen Kursen. Den Bauch richtig schön festmachen, hier erstmal richtig die Stabilität aufbauen, dass der untere Rücken fest am Boden ist. Ja? Die Schulterblätter weg vom Boden. Die Beine jetzt mal strecken, Arme lang nach oben. Und jetzt komm erstmal für die Banane, so weit auseinander, wie es dir möglich ist. Wenn du die Beine ein bisschen beugen möchtest, ist okay. Ansonsten hier so lange, wie der untere Rücken am Boden bleiben kann. Okay, jetzt roll mal auf die Seite. Nach rechts. Komm zurück zur Mitte und mach einen Crunch. Ja, dann zur anderen Seite. Und wieder ein Crunch. Zack. Und zu der Seite, das sind eigentlich 10 Crunches, dann 5-mal jede Seite. Zack. Soweit klar? Ohne Hilfe. Also ihr rollt euch auf die Seite und rollt euch ohne Hilfe wieder auf den Rücken. Und dann einmal einen Crunch machen. Möchtest du mir einmal angucken, bitte? Ja, und... die Schultern sind weg vom Boden und die Arme helfen auch nicht. Nicht auf den Bauch legen, sondern nur auf die Seite. Crunch. Oh, nur auf die, ja, aus der Mitte heraus. Ja, das rollert hier halt so ein bisschen. Darum geht's. Gut. Die zweite Übung, da könnt ihr direkt auf dem Boden liegen bleiben. Die zweite Übung auf dem Boden liegen bleiben, die nennt sich VW. Ganz einfach, weil die Armbewegung wie ein V und wie ein W ist. Ich zeige es euch mal von hinten. Ein V und ein W. Und das Ganze in der Bauchlage. Also hier ein V und ein W. Und beim W ziehst du richtig hier die Schulterblätter zurück und die Schulterblätter spitzen zusammen zur Wirbelsäule. Ran und weg. Ziehen. Ziehen. Die Beine können dabei auseinander und zusammen. Ich möchte einmal sehen, der Blick nach unten. Die Brust ist angehoben. 20 Stück davon. Jetzt noch nicht 20 machen, nur mal üben. So, dann dürft ihr wieder aufstehen. Und weil wir ja so wenig Kniebeugen hatten in letzter Zeit, dürfen wir jetzt noch 30 Squat Jumps machen. Squat Jumps heißt, Beine etwas weiter. Also so, die Hände kommen nach unten, hier hin oder hier ist egal. Jedenfalls sind sie hier unten und wieder stolz. Und beim Hochkommen schiebe ich jetzt die Arme nach hinten auf die Zehenspitzen oder Jump. Ja, davon 30 Stück. Ach, ich brauche unbedingt einen DJ. Ich brauche eigentlich einen eigenen DJ. Das ist echt, immer muss man sich um alles kümmern. Also hier nochmal für euch die Übungen. Ne? 10 Banana Crunches, also 10-mal crunchen, 5-mal jede Seite. Soweit klar? Daumen. Ja. Zweite Übung, 20 VW. Ja. Und die dritte Übung, wie eher die Squat Jumps. So, dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig und... Achtung, es geht los. Zeit läuft. Wir fangen eigentlich mit den Banana Crunches an, aber Denise, du machst danach die Banana Crunches, ne? Ja. Aus der Mitte heraus, ohne Schwung. Ne? VW, genau, mach den Hinterkopf richtig schön lang.
Ja, die Beine können beim VW auch mit auf und zu gehen. Ja, roll dich auf die Seite, Katja, roll! Ah, Mist. Bauchlage VW. Und als letztes habt ihr noch die Squat Jumps. Blick nach unten kriegen, ja, genau. Wenn du willst, kannst du die Beine mit auseinander und zusammen und die Ellenbogen richtig eng nach hinten bringen, ja. Dein Blick bleibt unten. Geil, Sarah. Sehr gut. Super, Dana, läuft. Denk bei den Airsquats dran, die Fersen bleiben unten beim Tiefgehen. Das heißt, du musst den Po weiter zurückschieben. Hälfte der Zeit ist gleich rum. Nächste Runde, Banana Crunch. 30 Stück davon. Oh Scheiße, du kannst die Hände nach unten, du brauchst sie gar nicht hochnehmen. Ja, genau. Airsquats gehen eigentlich super schnell. Hep und hep. Ja, wenn ihr müsst den Sprung nicht machen, das reicht auch, wenn ihr nur auf die Zehenspitzen geht. Genau, gleich wieder runter. Und achtet darauf, dass der Kopf hier immer in Verlängerung bleibt. Banana Crunch geht wieder los, kommt. 1:40 noch. Boah, Tina, dritte Runde. Sehr schön, Anja. Ah, Conchetta, roll, roll. Ah. Conny sehe ich manchmal den Crunch, ansonsten sehe ich nichts. Denise hat sich auch verpisst auf den Boden, da sehe ich sie nicht mehr. 1:10 noch. Mascha sehe ich kaum, aber scheint zu arbeiten. VW kommt als nächstes, ne? 55 Sekunden noch. Komm, Tina, ziehst du durch, du kriegst die Jumps auch noch hin. Auf, Dana, Squat Jumps, komm. Noch 40 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Wow, geil, dann ist auch die Runde schon rum gleich. Wie schnell die 4 Minuten rumgehen. Noch 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, alles zählt, 3, 2, 1. Und auch das geschafft. Geschafft. Du hast aber auch gestöhnt.